So, hallo, wir machen weiter beim Super Mario Maker 2. Ich habe noch nicht mit der Jump-Aufnahme weitergemacht, also da dauert es noch ein bisschen, bis wir weitermachen. Ich möchte erstmal hier gerne die aktuellen Sachen in Maker weiterbringen und voranbringen und so weiter. Muss nur kurz gucken. Es ist noch ein bisschen ungewohnt mit der neuen Aufnahme, weil ich kann im Prinzip sofort starten. Nur ich habe jetzt gerade eine Testaufnahme gemacht und es hat einfach alles gepasst. Das ist ungewohnt. Ja. Wir gehen mal als allererstes. Genau, das ist nämlich heute der letzte Tag. Nochmal in den Speedrun hier rein. Ich habe ein paar andere Wegmöglichkeiten jetzt gesehen. Unter anderem auch bei Rasierer, der sich an Panga orientiert hat, wenn ich das richtig verstanden habe. Und demnach ist es, oha, sogar schlau, den Bumerang. Okay, krieg ich den über das Feld überhaupt? Weil dann verliere ich ja die Geschwindigkeit. Jedenfalls ist es schlau, den Bumerang als erstes mitzunehmen. Folgendes kann man tun. Mal gucken, ob ich das jetzt. Das kriege ich jetzt auf Anhieb natürlich nicht hin. Man kann nämlich dann hier einfach durch. Da muss man halt. Na, das hilft nichts. Das geht auch nicht schneller. Dafür kann man dann hier. Oh Gott, ich bin viel zu langsam. Aber ist egal. Dafür kann man dann hier das Ding einfach nach hinten pfeffern. Also, das geht eigentlich auch recht fix, wenn man nicht zu nah rangeht, merke ich gerade. Dann hat man den jetzt hier eh schon dabei. Das war jetzt Mist. Das war jetzt ganz großer Mist. Eigentlich hätte man jetzt ja den Bumerang noch hier für diesen Abschnitt. Na? Und was auch noch anders ist, was ich auf jeden Fall falsch gemacht habe, ist hier. Da kann man ja einen schönen Bandsprung machen. Das Ihr seht aber, was ich meine. Ne? Hier, wenn ich den Hammer hier mitnehme, kann ich einen schönen Bandsprung hier hoch machen und dann ist der Abschnitt deutlich, deutlich schneller. Aber ich merke schon. Den Anfang mit dem Bumerang jetzt zu lernen. Ich will das jetzt eigentlich nicht den ganzen Part über machen. Muss ich in aller Deutlichkeit sagen. Ich denke, vor allem, ich will nicht überall hängen bleiben. Hüpft! Warum hüpft er denn nicht auf? Mensch, genau. Weg damit, weg damit, weg damit. Jetzt haben wir den eh schon dabei. Nein! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ach, jetzt kann ich auch neu starten. Eieiei. Oh, ich merke gerade, ich höre gar nichts. Ich habe die Fernsehkopfhörer, die habe ich aufgesetzt. Die gleichen zu machen, jetzt wieder ganz fix, die liegen vor mir. Jetzt rausspringen! Okay, das war gut. Das ist nicht gut. Ich darf nicht zu nah. Ah, oh, nein, ich darf nicht zu nah ran, sonst kriege ich den nicht. Das ist natürlich überhaupt nicht gut. Ach, da oben geht man rum. Ja, ich hab's. Und dann trifft nämlich der Bumerang eigentlich auch automatisch gleich dahin. Und wenn man das jetzt hier ordentlich macht, genau, dann geht's hier richtig schnell runter. Und wenn man hier jetzt den Rest. Das läuft dann so, wie wir das auch schon gemacht hatten. Nein! Wenn man halt nicht dumm ist. Das ist jetzt natürlich eine schlechtere Zeit. Wir hatten 45, kann ich eigentlich gleich neu starten. Aber ihr seht, wie der Weg funktioniert. Aber irgendwie kommt man mit dem Ding an den Bumerang, oder? Hätte ich gedacht. Scheinbar ja nicht. Nee, ich komme nicht hin. Keine Chance. Ich hätte gedacht, Rasierer hat. Ist das jetzt schneller gewesen? Ich habe keine Ahnung. Okay. So. Runter. Weg, weg, weg. Hier auch. Weg. Oh, ich komme halt nicht raus. Warum komme ich denn nicht raus? Nein. Na, dann geht man hier oben. Dann geht man hier oben. Da oben. Und was ich auf jeden Fall auch in dem Part hier machen möchte, der liebe Darius, aka Tricky Thunder,
den vielleicht manche aus meiner früheren YouTube-Zeit noch kennen. Der hat auch immer gerne ein paar SMB-Sachen gebaut und war ab und zu in Videos von mir dabei. Hat jetzt sich auch den Mario Maker geholt. Da habe ich ihn vor ein paar Tagen dazu ermuntert. Und schon erste Level gebaut. Da werden wir uns auf jeden Fall auch gleich eins angucken. Erste Level ist vielleicht Quatsch. Ich glaube, eins hat er gebaut. Vielleicht mittlerweile auch schon mehr, weil es schon ein paar Tage her, dass er den Kommentar geschrieben hat. Aber das will ich mir auf jeden Fall auch noch in diesem Part angucken. Das sind die Bubang, da muss man echt aufpassen, dass man nicht... Komm nicht aus dem Wasser! Hier muss man echt aufpassen, dass man da nicht... Da verliert man jetzt viel Zeit, wenn ich das umhole. Genau, genau so. Und jetzt die weg. Okay, also wenn man das nicht eingeübt hat, funktioniert das nicht. Das ist nicht gut. Aber jetzt ist die letzte Möglichkeit. Nein, 6 Stunden, dann verfällt das Ganze. Also ich muss schon jetzt mich hier um die Zeit bemühen. Das läuft ganz gut jetzt. Spring raus! Okay. Weg, 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 weg. Okay, das war gut. Das war nicht so optimal, aber... Nein! Egal, wir machen es so weit. Ah, jetzt komme ich aber nicht drüber. Jetzt komme ich da gar nicht. Ach, Scheiße. Das war nichts. Das war auch nichts. Ja, bin ich denn dumm? Ja, das ist halt auch... Wie viel Zeit? Ja, ich glaube, so viel Zeit. Ah, das ist Mist. Jetzt gehe ich bei 2,6 hier durch. Ich muss mal gucken, wann ich durchgehe, wenn ich das andersrum mache. Hä? Das hat jetzt ja gar nicht funktioniert. Ja, so gehe ich mit 2,1 durch, aber hab den Bumerang nicht dabei. GG. GG. Ja, 2,5. Jetzt bleib ich hier wieder überall hängen. Weg, weg. Hüpf, hüpf, hüpf. Weg. Rausspringen! Alter! Okay, das war eine gute Distanz. Ich hab's vergessen. Vielleicht mache ich nachher auch einfach für mich noch ein bisschen das hier und mache das jetzt nicht in Videoform. Wäre vielleicht schlauer. Und vielleicht dann nochmal eine Videoform, wenn ich es ein bisschen antrainiert habe. Ich hab keine Ahnung. Raus! Hüpf doch raus! Warum komme ich aus dem Wasser nicht raus? So, genau so. Und jetzt kommen die nämlich noch weg. Und normalerweise ist der Bumerang jetzt so gut, dass der eigentlich das auch noch trifft. Aber gut, das hat jetzt nicht ganz funktioniert. Trotzdem sollten wir jetzt eine deutlich bessere Zeit als bisher bekommen. Naja. Naja, so viel besser wird sie gar nicht. Ja, 3 Sekunden oder so besser. Ist okay, dabei belasse ich's. Dabei belasse ich's. Das zu perfektionieren, das ist jetzt wieder nicht meine Welt. Also okay, damit sollten wir in dem vorderen Bereich mit drin sein, wo es die 3 Sterne für gibt. Ich hoffe ich jetzt mal. Außerdem ist 42 eine tolle Zahl. So. Okay, jetzt stöpsel ich mir ganz kurz einmal die Kopfhörer vom Fernseher ein. Sekunde. Ich bin top vorbereitet. Das habe ich jetzt natürlich vergessen. Es geht gleich weiter. Und
dann setze ich mir wieder den Kopfhörer selbst, also das Headset auf. Und jetzt habe ich noch was vergessen. Scheiße. Sagt man nicht. Ich brauche den Kommentar von Darius. Oh Gott, ich habe so viele Kommentare zu The Last of Us geschrieben. Wo ist denn der jetzt? Da, nee. Oh no, 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 no. No, 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 no. Wo ist er? Oh nein, ich dachte, ich finde ihn ganz schnell. Jetzt bin ich bin doch bestimmt schon drüber. Ich bin schon drüber. Wo ist er? Wait, 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 wait. Kann ich? Da! Hab ihn. Ich wollte gerade sagen, kann ich eigentlich hier auch eine Pause machen in der Aufnahme? Und dann... Hier steht Pause. Wahrscheinlich kann man das. Ich weiß es gar nicht. Okay. So. Sein Levelcode ist... RHT... V16... WMF. Yes. So, dann kriegst du erstmal einen Stern, dass ich dir folgen kann. Und wie viel hat er mittlerweile hochgeladen? Okay, es ist direkt nach mir benannt. Okay, the first level for Cannon. It ain't good. Einer von 12 Versuchen hat es schon geschafft. Rekord ist bei 1,36. Gucken wir mal rein. Ja, also wie gesagt, er hat früher gerne so SMW-Krams auch gebaut. Und baut dann jetzt auch ein bisschen in Mario Maker. Schauen wir mal, ob er was Gemeines gebaut hat oder ob er noch freundlich war. Sieht doch auf jeden Fall schon mal besser aus als andere erste Level. Oh Gott. Okay. Oh Gott, was mache ich denn? Ah, die kommt... Nee, die kommt nicht runter. Die kommt hier runter. Hilfe? Okay. Die fällt jetzt aber nicht, oder? Die geht zurück einfach. Okay, Die fällt aber. Da war der Weg zu Ende. Pilz? Oh, danke. Zu gnädig. Zu gnädig. Was? Tu ich? Oh Gott. Das war nicht... Natürlich kommt hier was raus. Was oh, ich brauche den sogar. Okay. Oh! Der habe ich nicht gesehen, wenn ich daran jetzt verreckt wäre. Mein Herz. Okay, die kam überraschender, als sie sollte wahrscheinlich. Okay. Er ist doch aber bisher ein solides Level. Voll okay. Okay, jetzt geht's ab nach oben. Na, also das ist, wie gesagt, für ein erstes Level. Ihr kennt andere erste Level. Das ist, na, das ist hier voll in Ordnung. Also dem könnt ihr gerne auch mal folgen. Der wird euch mit tollen Leveln versorgen. Über die Zeit hinweg. Ich weiß nicht, wie viel er baut. Vielleicht hat er auch nach einer Woche keine Lust mehr. Ich sehe jedenfalls, es war die richtige Entscheidung. Hilfe! Dich dazu zu motivieren. Bei Mario Maker Level zu bauen, Hilfe. Ja, das war auch jetzt eine coole Idee. So. Okay, das könnte jetzt das Ziel sein. Kommt noch was Gemeines? Nein. Puh. Puh. Okay. Ja, schönes Level. Sehr schönes Level. Okay, prima. Weltrekord holen wir uns jetzt aber nicht. Könnten wir uns holen, aber... Dann verschwende ich jetzt wieder noch mehr Videozeit. Und die habe ich schon beim Ninja Speedrun genug verschwendet. Gut. Gut. Okay, mehr haben wir aktuell von Darius nicht. Hat er schon irgendwas gespielt? Nein. Nein. Okay, er hat nur gebaut. Gut. Sehr schön. Dann können wir jetzt hier noch irgendwas Kleines machen.
Hä, hat man. Das hat er neu hochgeladen, oder? Das hat man doch schon gespielt. Oh, guck mal, da sind Level für die 4 Jahre Mario Maker. Von Bossman. Kenne ich gar nicht, aber folge ich offenbar. Dann hat man das Gro. Oh! Wir haben ein Level von Sonne. Das können wir doch gleich spielen. Da ist aber ganz viel Neue nochmal dazugekommen seit dem letzten Mal. Das hier hatten wir. Und hier unten waren aber... Genau, da waren wir eigentlich stehen geblieben. Das wäre eigentlich jetzt in dem Part dran gewesen. Das mache ich dann im nächsten Part, weil es ist ein großes Level. Und die von Marcy möchte ich dann doch ordentlich angehen. Interessant, Vicaris hat den Rekord. Dann machen wir doch einfach das von Sonne. Wo ist denn das von Sonne jetzt? Da! Joris wollte ein Level mit Sonne und Swamps. Okay. Ein Level mit Sonne von Sonne. Ja, ja. Da ist schon mal ein Swamp und da ist die Sonne. Die Sonne ist allerdings nicht so freundlich wie die gleichnamige Erstellerin. Die will uns nämlich nur ins Gesicht springen, so wie er hier. Er wollte uns auch ins Gesicht springen. Da ist wieder das Joris-Herz. Sehr schön. Das darf nicht fehlen. Und an die Münze kommen wir einfach nicht ran. Kann ich die irgendwie? Nein. Diese Münze bleibt mir verwehrt. Okay. Das vergessen wir ganz schnell wieder. So. Okay. Und hopp. Wo geht's denn jetzt hin? Ah. Ui, da hätte mir die Sonne fast. Okay, ich mach das lieber vorsichtig. Wir wollen ja nicht. Ich meine, ich könnte. Ah, es funktioniert sogar. Und ich verfehl's. Da bin ich extra den riskanten Weg gegangen, um die Flagge zu holen. Und dann verfehle ich das One-Up. Ja, ja, so ist es. Okay, 15 Sekunden reizen mich, die auszuprobieren. Einmal ganz schnell durchrennen. Das müsste machbar. Hab ich irgendwas gesagt? Habt ihr irgendwas ge... Okay. 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 So, den Hit nehme ich kalkuliert ein. Dann kann man nämlich den Rest jetzt einfach durchrennen. Nice. Also schneller kriege ich es nicht hin. Wenn das jetzt nicht der Rekord ist, dann, dann lassen wir es dabei. Yes. Gut. Noch ein Musiklevel von der, wo ich hier oben war, eins. Das kriegt man auch noch fix hin. Und dann geht's los. Also, nee, dann geht's nicht los, dann ist der Part zu Ende. Ja, haben jetzt richtig viel von dem Lied bisher gehört. Oh, ich hoffe, ihr hört meinen Ventilator nicht. Den muss ich ausmachen. Da war ich jetzt so auch fixiert auf Weiterrennen und den Ventilator. Aber ich glaube, den hört man nicht. Ja, bin ich's denn? Ne, den hört man nicht. Gut. Irgendwie war ich einfach so auf Vorrennen fixiert, dass ich komplett
alles andere um mich herum vergessen habe. Irgendwie stelle ich mich dem Level gerade unnötig an. Weil irgendwie ist das Scrolling langsamer, als man vermutet. Und man will so schnell vorrennen und das schnell vorrennen ist gar nicht so gut, weil man dann die Hälfte überspringt. Oh Gott. Ich bin zu schnell. Einfach zu schnell. Auch ein ganz kleiner Sprung nur. Hier warten. Okay. Jetzt kommt der Boden aber doch gefährlich. Der Boden. Der Rand aber doch gefährlich nahe. Irgendwie komme ich bei dem Lied jetzt nicht so rein. In den Rhythmus, in den ich sonst bei der Boris Leveln komme. Lösen wir das doch eher aus. Dann kann ich hier nämlich direkt... Ah! Ach, das geht hoch sogar. Okay. So, aber man kommt hier halt recht schnell wieder nach vorne, selbst wenn man hinten war. Jetzt haben wir einen viel besseren Stand. Das war klug. Das Lied kenne ich einfach nicht. What? Das ist Ziel, okay. Da ist Le Goal. Yes. Gleich durch. Wer die Kunst sehen möchte, der muss das selbst spielen. Darius kann das jetzt. So, okay, sehr schön. Dann beende ich den Part hier, bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss.